hoffe, ihr werdet Spaß haben, denn ich habe das gleiche vor. Wir werden jetzt auf das Dach des Stateman Hotels gehen. So, das extra Kind im Herzen verbessert durch einzigartige Dialogoptionen die Fähigkeiten im Umgang mit Kindern. Okay. Dach. Oh, wir haben inzwischen Tag, das ist schön. Das heißt, ich verbrauche nochmal extra viel Speicher beim Aufnehmen. Hallo, totes Teil, ich höre Schüsse, ist mir aber egal. Wieso hat ein Mutant Hundefleisch? Das ist total sinnlos. Stumpf. Oh, ich höre ganz viele Waffen. Supermutant. Ich höre auch ganz viele Granaten. Maulwurfsrattenfleisch. Okay. Ja, das spricht für sich, was hier gerade passiert. Nicht schießen! Supermutant, Supermutant, Supermutant. Hey Sie! Bewegen Sie Ihren Arsch sofort hier rüber, bevor jeder Supermutant in diesem Gebäude auf Sie aufmerksam wird. Okay. Ja, hi Leute. Butcher, mein Name. Ich bin der Mannschaftsarzt. Schön, auf ein freundliches Gesicht zu treffen. Ebenso. Okay. Wer zum Teufel sind Sie und wann trifft die Verstärkung ein? Hier eine ganz kleine Pause, kommt nicht nochmal vor. Es geht weiter mit Fallout. Ja, ich fürchte, das ist alles. Keine Zeit zum Reden, ich bin hier, um euch rauszuholen. Ein Arzt? Was? Können Sie mich zusammenflicken? Nun sieht aus, als hätten Sie Mist gebaut. Gut gemacht. Ja, ich fürchte, das ist alles. Ja. Und Sie haben es geschafft, unversehrt hierher zu kommen? Okay, ich bin beeindruckt. Riley hat wohl den Job ideal besetzt. Wie üblich. Hey, wie geht's hier denn? Sorry. Das war meine Tastatur, die über meinen Schreibtisch gerutscht ist. Ja, ihr geht's gut. Wurde zusammengeflickt und erholt sich in Underworld. Underworld, ich wollte schon sagen. Das kann ja nicht stimmen. Aber so heißt die Stadt tatsächlich. Wer hat sie zum Chef ernannt? Die Kacke hier oben ist am Dampfen und sie stellen Fragen. Ja, zusammengeflickt. Puh, ich hielt sie für verrückt, als sie versuchen wollte, sich hier rauszuschleichen. Zum Glück habe ich da falsch gedacht. Nichts wie raus hier. Ich hätte vorgeschlagen, denselben Weg zurückzugehen. Aber das ist jetzt anscheinend unmöglich. Jo. Der Expressaufzug ist also unsere einzige Lösung. Sieht nicht so aus, als würde der Aufzug noch funktionieren. Gibt es sonst noch einen Weg runter von diesem Dach? Ich gebe von hier aus die Kommandos. Aufzug. Sie haben recht. Wir brauchen irgendetwas, um den Aufzugmotor hier oben wieder in Gang zu kriegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf dem Weg hierher in einem Wartungsraum mit einem kaputten Protectron vorbeigekommen sind. Wenn Sie mir die Kernspaltungsbatterie des Protectrons bringen, sorge ich dafür, dass Donovan den Aufzug wieder startklar macht. Verdammt, ich hoffe, ich habe eine dabei. Okay, ich gehe zurück und suche nach der Kernspaltungsbatterie. Warum kommt nicht einer von Ihnen mit mir mit? Vielleicht kann ich den Aufzug reparieren. Ich glaube... Ja, wir sind in Reparieren sehr gut. Vielleicht. Aber wir brauchen trotzdem die Kernspaltungsbatterie. Es ist die einzige Möglichkeit, von hier aus die Aufzugelektronik zu aktivieren. Okay, ich gehe zurück und suche nach der Kernspaltungsbatterie. Alles klar. Wir halten derweil hier auf dem Dach die Stellung. Ich probiere es trotzdem mal. Wenn einer von uns fällt, darf niemand anhalten. Einfach raus hier und dann zum Hauptquartier auf dem Ranger-Gelände. Okay. Wo ist denn der Aufzug? Ah, hier. Ich versuch's mal. Nee, hat keine Energie. Okay, Wileys Ranger in Sicherheit bringen. Dafür müssen wir uns jetzt nochmal in die Hölle begeben. Oh ja. Ja, wir haben gerade noch so überlebt. Wir haben, ich glaube, noch 3 Stimpacks. Wieso gehe ich hier oben lang? Wieso bin ich nicht gleich da hinten lang? So. Bams, bams und wusch. Kleine Abkürzung. So, jetzt aber runter hier. Schluss mit lustig. Ah, genau, Schluss mit lustig, denn es geht zurück in das Hotel. Ich meine, wir sind noch indirekt im Hotel. Wir sind auf dem Hotel. Gehört ja auch zum... Ach, lassen wir das. Okay, Wartungsroboter soll ich suchen. Protectron. Hier sind überall noch die Kadaver. Ah, ich hoffe, jetzt kommt nicht nochmal so ein Trupp Supermutanten oder so ein Überlord. Och, nee, nein. Wo muss ich hin? Hier? Hörst du gar nicht so weit mitnehmen. Okay, ich habe gedacht, jetzt kommt eine schwierige Aufgabe hier. Donovan eine Kernspaltungsbatterie geben. Na, ich bin falsch. Habe ich die Nuka-Cola eigentlich letztens mitgenommen? Ja, habe ich. Perfekt. Und raus hier. Was haben wir hier? Nix. Nix ist schlecht, eigentlich.
Praktisch auch. Was hast du? Haben wir schon ausgeraubt? Haben wir schon ausgeraubt? Mitnehmen.